Hallihallo, Hallöle. Der Parkettliga zeigt euch diesmal richtig in einem echten YouTube-Video, wie wir diese Terrasse behandeln. Zuerst wird der grobe Schmutz mal mit dem Besen abgekehrt. Alternativ könnt ihr saugen oder das Ganze abpusten. Ich benutze den Kärcher K7, um den groben Schmutz einmal runter zu wischen. Kennt ihr das, wenn sich das Kabel verheddert und ihr am liebsten ausrasten würdet? Ich auch nicht. Ganz wichtig, mit wenig Druck arbeiten, denn wir wollen die Holzfasern nicht zerstören. Die Terrasse wird nun also vorgenässt mit wenig Druck und das ist absolut wichtig. Bitte nutzt bei Holzterrassen nur wenig Druck. Ansonsten könnt ihr die Holzfasern beschädigen und das Holz dauerhaft zerstören. Pausen während der Arbeitszeit muss natürlich auch mal sein. Wir sind ja weder auf der Flucht noch versklavt. Gönnt euch also ausreichend Pause. Jetzt kann ich mein Holzentgrauer in den Behälter der K7 packen und so kann ich das Ganze schön mit dem Hochdruckreiniger ganz entspannt auftragen. Nach kurzer Trocknung kann ich dann schon das Ganze mit meiner Kärcher Bürstenmaschine einarbeiten und richtig schön sauber schrubben. Der Scrubber hat einen Wassertank, den benutze ich, um das Ganze noch mal ein bisschen feuchter zu halten, denn so lässt sich das Ganze viel, viel einfacher sauber schrubben. Ich verwende hier die grünen Bürsten, die sind dazu noch leicht abrasiv. Da hat dieser Schmutz absolut keine Chance. Der Scrubber hat zudem auch die Funktion, das Wasser direkt wieder absaugen zu können. Das brauche ich allerdings bei Terrassen im Außenbereich nicht. Die kann ich gleich direkt super easy absprühen. Das geht wie hier mit dem Hochdruckreiniger mit wenig Druck, einem üblichen Wasserschlauch oder wie hier mit dem Flächenreiniger. Auch hier bitte wieder mit wenig Druck, denn wir wollen das Ganze ja nur ein bisschen sauber machen. Man sieht hier schon, ich bekomme den Schmutz gar nicht so leicht weg, weil ich eben nicht so viel Druck benutze. Und glaubt mir, das ist wirklich wichtig, wenn ihr lange was von der Terrasse haben wollt. Man erkennt hier schon, das System funktioniert wirklich hervorragend und dieses Vorher-Nachher-Erlebnis ist wirklich sofort spürbar. Für die Ecken benutze ich den Flächenreiniger. Hier kann ich ganz entspannt im Stehen arbeiten. Sollte das mal auch nicht passen, müsst ihr halt mit einer Bürste arbeiten. Auch den Randbereich kann ich mit der super easy sauber machen. Ich liebe diese Terrassenarbeiten im Sommer. Schade, dass die deutschen Sommerphasen hier einfach nur 2 Wochen sind. Ich könnte das ganze Jahr Terrassen schrubben. Und jetzt zeige ich euch gerne mal, wie das aussieht, wenn wir nur den Flächenreiniger benutzen. Man sieht auch, ja, das funktioniert. Es dauert halt nur ein bisschen länger und es geht halt nicht ganz so schnell wie mit meinem System. Und ganz wichtig ist, dieser Belag, der da drauf ist, der muss komplett runter, denn das ist im Endeffekt das, was die Terrasse auch rutschig macht. Wir kennen es, es hat geregnet, wir gehen auf die Terrasse und zack, haben wir uns blamiert. Und da ich als Eisprinzessin nicht die super Figur habe, muss ich das sauber machen. Nützt ja nichts. Auch hier kann ich jetzt wieder mein Reinigungsgemisch auftragen. Ich benutze den Holzentgrauer von Glimtrex. Mit dem bin ich jetzt auch gar nicht so geizig. Und ihr kennt direkt, das ist einfach super easy zum Auftragen und es funktioniert einwandfrei. Ihr könnt es natürlich auch direkt mit der Sprühpumpe auftragen, dauert halt viel länger. Hab ich halt keine Zeit und keinen Bock drauf, ne? Diese Maschine ist wirklich der Kracher und hat mir schon so manchen Ärger erspart. Das Ergebnis ist sofort sichtbar. Und meine Kunden freuen sich riesig. Kurz den Wassertank wieder aufgefüllt und dann kann es auch schon weitergehen. Wichtig für die Terrassen, je größer die Terrasse ist und je heißer das Wetter ist, desto wichtiger ist es, dass ihr in Teilabschnitten arbeitet, so wie ich das hier auch mache. Denn das Reinigungsmittel soll nicht komplett wegtrocknen und muss noch im Nassen verarbeitet werden. Das heißt, kurz auftragen, etwas einwirken lassen und dann kann es auch schon losgehen. Wenn die Sonne jetzt drauf scheint, könnt ihr euch vorstellen, wie schnell die Terrasse angetrocknet ist und dann müssen wir den ganzen Prozess wiederholen. Das ist ärgerlich und unnötig. Hier nehme ich für den Randbereich wieder den Flächenreiniger und ich sag's euch, einfacher geht's gar nicht. Zumal ich auch diesen ganzen Matsch, den ihr da jetzt oben drauf sehen könnt, ganz entspannt auch mit dem Flächenreiniger dann abspülen kann. Ohne dass Wasser spritzt oder sonst was. Aber keine Panik, viele Wege führen nach Rom. Und ein Wasserschlauch in Kombination mit einer Bürste tun es eben auch. Jetzt schaut mal her. Das hier ist einfach viel zu viel Druck. Das können wir nicht. Wenn wir mit voller Wumpe aufs Holz halten, gehen die Fasern kaputt. Das schwöre ich euch. Deswegen wenig Druck und ganz entspannt arbeiten. Ach, herrlich. Draußen arbeiten macht so viel Spaß. Wenn wir damit fertig sind, kann die ganze Terrasse dann schön trocknen. Und wichtig, wir können nicht am selben Tag ölen.
denn das Wasser ist auch in den Fugen und das muss komplett austrocknen. Dieser Schritt wird euch wohl nicht interessieren, ich muss die Terrasse aber ausmessen. Denn ich verrechne nach Quadratmeter und meine Kunden sollen ja auch nur das bezahlen, was wirklich gemacht wurde. Die Maße fix aufgeschrieben und dann kann ich schön weitermachen, in dem Fall mit dem Abkleben. Ihr könnt natürlich auch versuchen, sauber und ordentlich dran zu pinseln, ich verspreche euch aber, das geht in die Hose. Kommen wir zum Setup. Ich arbeite mit dem Außenöl von Glimtrex im Farbton Bankirei. Diesen Farbton werde ich allerdings noch ein bisschen abtönen, damit die Terrasse genau die Optik erhält, wie ich sie mir vorstelle. Ich benutze Handschuhe, einen Pinsel für den Randbereich, Feuchttücher dürfen für mich bei der Arbeit nicht fehlen, ein kleiner Spachtel, um die Dosen aufzumachen, ein Rührstäbchen zum Rühren und ganz besonders mein abgeklebter Flächenspachtel. Den benutze ich, um easy peasy an der Hauswand zu streichen, das zeige ich euch aber auch gleich noch im Einsatz. Und dann habe ich natürlich noch ein Tütchen für mein Eimerchen, damit der Eimer nicht versaut und ich den immer wieder benutzen kann. Man kann auch aus der Dose arbeiten, aber dieser Eimer lässt sich wunderbar hin und her schieben. Die Dose würde umkippen. Das Material ist einkomponentig, das heißt aufmachen, umrühren, loslegen. Dann habe ich natürlich noch meine Bürste zum Streichen, hier habe ich mir was selbst gebastelt. In dem alten Eimer ist eine Verdünnung. Meine Bürste habe ich mit einem Holzstiel fixiert. So kann ich die ganz lange benutzen. Jetzt seht ihr auch schon, wofür ich die Handschuhe brauche. Das will ja keiner an der Pfoten haben. Diese Bürste schraube ich jetzt an meinen Holzstiel. So lässt sich super entspannt im Stehen arbeiten. Zum Anmischen nehme ich einen alten Eimer. Da war mal Hartwachsöl drin, das ist getrocknet. Hier kann ich alles reinkippen und zusammen vermischen. Denkt dran, habt immer genug, um die komplette Terrasse fertig zu machen. Denn auch innerhalb der Dosen kann es zu kleinen Farbabweichungen kommen, die ihr im schlimmsten Fall hinterher sehen könnt. So, ich rühre mein Gemisch jetzt hier einmal schön auf und kann dann ganz entspannt ein bisschen abtönen. Zum einen benutze ich hier Braun, um das Ganze noch ein bisschen satter zu gestalten. Und dann gleich noch ein bisschen Schwarz. Das benutze ich, um den Farbton ein bisschen abzudunkeln. Glimtrex hat ein wasserbasiertes Außenöl und ein lösemittelhaltiges. Ich benutze ganz gerne das lösemittelhaltige, weil es für den Außenbereich einfach nochmal ein bisschen besser ist. Geht nochmal aufs Töpfchen, bevor ihr anfangt, denn wenn ihr hier einmal loslegt, solltet ihr auch in einem durchziehen. Das heißt, Pausen könnt ihr euch dann nicht mehr wirklich erlauben. Ich fülle mir das jetzt hier einmal schön um und kann dann schön mit dem ersten Randbereich starten. Falls ihr Probleme haben solltet, in einem durchzuarbeiten, empfehle ich, Diele für Diele komplett durchzuziehen, um unschöne Ansätze zu vermeiden. Ich nehme mir hier immer Stück für Stück vor, so weit wie ich der Meinung bin, dass ich ganz entspannt arbeiten kann, ohne dass sich da Ansätze bilden. Wir lassen uns hierbei nicht stressen und auch nicht mehr abhalten. Wir finden unser Tempo heraus und ziehen das dann eiskalt durch. Im Schatten sieht es schön dunkel aus. Gegen das Sonnenlicht sehen wir, dass das Ganze richtig schön holzig bräunlich wirkt. Hierbei handelt es sich übrigens um Bankirei-Holz. Das ist ein sogenanntes Tropenholz und müsste eigentlich auch nicht gestrichen werden. Das Holz wird von sich aus grau und wenn man das mag, kann man das auch gerne so beibehalten. Die gepflegte Oberfläche kommt allerdings dann nur durch die Reinigung und durch das Öl. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich diese Arbeit absolut liebe? Für mich hat die Ausführung was Meditatives. Und jetzt schaut mal, wie unterschiedlich das aussieht, nur weil die Sonne drauf scheint. Dieses Braun sieht richtig schön kräftig und stilvoll aus. Hier streiche ich den Rand nur so weit vor, wie ich die Dielen auch bearbeite, sodass mir der Ansatz von der nächsten Diele dann nicht trocknen würde.
irgendwie hat das schon was Tolles, wenn man sowas für YouTube natürlich komplett zeigen kann. Sowas muss man im Social Media leider immer komplett kürzen. Und jetzt mein Randwunder. Hier kann ich den Spachtel einmal schön an die Hauswand stellen und kann dann gefahrlos schön pinseln und streichen, ohne dass ich die Hauswand versaue. Wichtig hierbei ist natürlich, dass ich immer dieselbe Seite zur Hauswand stelle, da ich natürlich sonst die versaute Seite an die Hauswand drücke und so nichts gewonnen hätte. Und da das so toll aussieht, hier nochmal eine Nahaufnahme. Dran gestellt, schön ein bisschen in die Fuge gedrückt und dann schön dran gepinselt, die komplette Diele dabei erwischen und absolut nichts versauen. Nach dem Trocknen kann ich das Paketband von dem Spachtel abziehen und alles bleibt sauber. Yay! Für den Randbereich müsst ihr natürlich nicht so einen Riesenpinsel nehmen. Ich dachte mir allerdings, dass das gerade jetzt für das YouTube-Video extrem cool aussieht. Das funktioniert natürlich auch mit einem kleineren. Denn ihr geht ja dann mit der großen Bürste nochmal drüber und dann ist das auch okay. Wir haben uns jetzt hier fast schon bis zum Eingang wieder rausgeölt. Und haben dann auch fast schon Feierabend. Denn ab jetzt muss dann die Sonne den Rest übernehmen und das Ganze muss schön entspannt trocknen. Je nach Wetterverhältnis trocknet es natürlich mal schneller, mal langsamer. Hier bei so einem Fall, wo wir 20, 30 Grad draußen haben, geht das natürlich ruckizucki. Solche Pinselstriche hier schön glatt streichen und dann trocknet das auch ohne Ansätze. Tada! Wir sind fertig und schauen mal, wie es ausschaut. Absolut Spitzenklasse! Solche Projekte machen mir richtig viel Spaß. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, kommentiert gerne und wenn ihr folgt, sehen wir uns beim nächsten Mal.